Jo, hi, zurück zu Spider-Man. Ich mache mal eben eine Nebenquest hier. So, der teuflische Plan ist hier irgendwo um die Ecke. Und daneben geht's weiter mit Hauptquest, ne? Yippie! So, hier muss das dann gleich sein. Oh, noch ein Tausi entfernt. Okay. Dann ein bisschen. Echt Verfolgungsjagd? Da sag ich nicht nein. Yes. Junger Mann, was soll das ich denn? Halte den Wagen jetzt an. Endstation. Ciao. Upsi. Lang nicht gesehen. Ja. Ah, weg mit der Karre. Ups. Noch mehr? Wenn ihr euch wo bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Wo denn? Oh, dahin. Alles klar. Schwing. So eine Verfolgungsjagd hält einen ganz schönen Auftrag. Oh, okay. So, lass uns gucken, wo wollen wir eigentlich hin? Achso, hier, Nebenquest. Pardon? Müssen ja irgendwie ein paar Sehenswürdigkeiten hier sein, oder? Wow. Da ist es. Boah, übelst dran geklatscht, okay. So, hier um die Ecke. Da unten. Hibi! Jo. So, mal gucken. Bitte hilf mir. Klar. Alles okay, Ma'am? Ja, scheinbar nicht. Gut. Es geht um meinen Mann, Rodrigo. Er verhält sich seltsam und offenbar trifft er sich mit dieser Frau. Wow, hören Sie. Ich bin keine große Hilfe bei Beziehungsproblemen. Das meine ich nicht. Sie hat mit bösen Leuten zu tun. Rodrigo konnte in Schwierigkeiten stecken. Er hat Angst, erzählt mir aber nichts. Ich sehe mir das an. Wo treffen Sie sich als nächstes? Heute Abend, Entgiftungsklinik Greenwich. Okay. Keine Angst, Carmen. Ich finde heraus, was los ist. Alles klar. So, das ist da hinten irgendwo. Hab auch Rodrigos Foto von Carmen. Mal sehen, ob ich ihn finde. Logisch findest du den. So, mal gucken. So, hier muss es irgendwo sein. Yippie! Flop. Da ist Rodrigo. Er ist sehr nervös. Die Frau sieht nicht wie eine Freundin aus. Ich mache ein Foto. Mal sehen, ob Carmen sie erkennt. Du solltest mir nichts vorenthalten. Warum sollte ich? Wenn das Foto rausgeht, ist mein Leben vorbei. Dann rück raus mit den Plänen. Sehr schön. Schlechter Winkel. Muss gerade drauf. Ach komm. Was haben wir denn? Vielleicht hier drüben oder was? Mal die Kamera nochmal ausmachen. Ja, das wird gehen. Okay, dann lassen Sie mal gucken. Kamera. Hab dich! Sieht gut aus. Denk dran, wenn du petzt, veröffentliche ich das Foto. Und jetzt? Pläne!
Klingt doch nach was Größerem. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, wie groß es ist. Carmen, alles ich klar. Lade Ihnen ein Foto hoch. Ist Ihnen diese Frau bekannt? Nein, noch nie gesehen. Worüber haben Sie gesprochen? Hört sich an, als erpresst sie ihn. Sie hat irgendwelche Pläne erwähnt. Er ist Sicherheitsmann in einem Casino in Atlantic City. Sie könnte einen Überfall planen, aber ich brauche mehr Beweise, bevor ich handeln kann. Ich helfe, so ist es. Okay, ich schaue mir an, wohin sie die Pläne bringt. Ich melde mich. Noch ein Opfer oder ein Komplize? Brauche ein Foto. Wir wissen es nicht. Okay. Kein Vorsprung mit gutem Winkel auf den Typen. Dann wohl von der Unterseite der Highline. Flupp. Wurde auch Zeit. Hast du sie? Ja. Gutes Foto. Ling, ding, dong. Wird den Boss freuen. Zeig mal die Pläne. Ja, genauso gefällt mir das. Ich muss los zum Zug. Will den Boss nicht warten lassen. Heute steigt unser größtes Ding aller Zeiten. Aber hallo. Wie viele Leute hängen da drin? Ich muss ihm folgen. Na, dann mal los, komm. Oh. Nur hinterherlaufen, oder was? Wenn ich das Zugsystem anzapfe, sollte ich dem Zug folgen können. Alter, wo ist der hin? Der ist unten rein, oder was? Oh. Carmen, die Erpresserin hat sich unter der Highline mit jemandem getroffen. Er kennt wohl ihren Mann. Ich schicke ein Foto. Das ist der Sean, Rodrigos bester College-Freund. Er ging vor Jahren wegen Raubüberfalls in den Knast. Casino-Pläne und eine Vorstrafe. Keine tolle Kombination. Muss herausfinden, wer noch beteiligt ist. Für einen Casino-Raub brauchen die mindestens einen Fahrer und einen Safe-Knacker. Ich schaue viele Gangsterfilme. Ja. Klingt so. Ich lasse sie wissen, was ich finde. Ist auch geil gemacht mit der U-Bahn, ne? Endstation. Ich sollte zum Ausgang gehen und warten, bis er rauskommt. Da ist er. Er geht zu diesem Bürogebäude. Kommen wir da rein? Ah, der fährt hoch, oder was? Nicht an der Scheibe. Gut, der Zeitplan ist auf dem Monitor. Unsere Leute stehen auf dem Whiteboard. Markiere sie auf der Karte. Roman soll fahren? Er ist noch ein Kind. Ja, das Kind meines Bruders. Wir können ihm vertrauen. Und es läuft schon. Er holt gerade den Safe-Knacker. Na komm. Nicht so gut, ne? Von hier. Gut, Roman ist bereit und wir sind spät dran. Gehen wir. Sie ziehen ab. Ich habe jetzt alle Beweise. Ich muss jetzt nur noch dieses Auto aufhalten. Das vordere oder welches? Was zur Hölle? Spider-Man? Was zur Hölle? Komm raus da. Piff, paff. So.
So, das ist schon mal kaputt, ne? Aber das andere müssen wir auch noch aufhalten, oder? Hier, Pfosten. Oh, du auch, zack, weg. Ja. Okay. Aufgehalten, würde ich sagen, oder? Ich hab keine Zeit. Digga, what? Ich liebe es, wenn ein Plan schief geht. Kannst du mal was sagen? Hey, Carmen. Der Kumpel ihres Mannes und sein Team reisen nun doch nicht ins wunderschöne Atlantic City. Danke sehr. Ich habe mit Rodrigo geredet. Auf dem Erpressungsfoto sieht man, wie er DeShawn am Abend des Überfalls fährt. Aber Rodrigo wusste von nichts. Er hat nur einen Freund abgeholt. Ich kenne eine Polizistin. Sie wird Rodrigo helfen. Besonders, wenn er wegen der Erpressung aussagt. Wird er. Sonst muss er von mir weit mehr Angst haben als vor diesem DeShawn. Danke, Spider-Man. Alles klar. Ne, ich bin nicht der echte Spider-Man. Okay, dann lass uns mal eben gucken, dass wir zum Hauptquest kommen. Puh, nochmal gucken, wo ist das bitte? Oh, ist weit weg. Moment. Mal abwarten oder doch noch ein paar Nebenquests machen. Da drüben rüber. Was ist denn los? Warum wird das auf der Map nicht angezeigt? Na gut. Egal, ich schwing mal rüber. Wow! Hallo, Officer! Komm weg da! Zeugen melden Sie ja jetzt an Position. Zehn gemeldet. Drogenhandel. Brauchen Einheit vor Ort. Haben eine Meldung aus Clinton. Checker. So, da hinten 400. So, hier hinter, oder? Da ist es. Okay, okay, bam. So, Laborkittel an, alles gut. Auf geht's. Wie funktioniert das? Genau wie ein echter Arm. Sie denken an das, was er tun soll, und... Ja! Hey! Hey! Was soll das denn werden? Die Anlage ist ein Sicherheitsrisiko. Sofort aufhören! Die Ausrüstung ist sehr empfindlich. Das reicht. Ich rufe das Büro des Bürgermeisters an. Peter Parker. Verdammt, wie geht's dir? Wenn man vom Teufel spricht? Mr. Osborne. Oh, bitte. Wie lange kennen wir uns schon? Es heißt Herr Bürgermeister. Sag Norman. Norman. Norman, was soll das hier werden? Die Zuschussvereinbarung beinhaltet strenge Sicherheitsklauseln.
Dies ist nicht der erste Verstoß. Das wurde schon geklärt. Von mir? Wir hätten die Ausrüstung längst konfiszieren sollen. Aber ich hatte einen Durchbruch. Oh. Danke für Ihre Dienste an unserem Land. Diese Leute begleiten Sie zu Oscorp Robotics, wo Sie die neueste Prothese erhalten. Kostenlos. Es geht gar nicht um Sicherheitsbedenken, nicht wahr? Ich versuche zu helfen, Otto. Du kannst die Arbeit fortsetzen. In einer sicheren Umgebung. Bei Oscorp. Du warst schon immer der klügste Kopf im Raum. Du hast dich nicht verändert, kein bisschen. Du dich auch nicht. Hey, Peter. Harry kommt Anfang nächsten Jahres aus Europa zurück. Vielleicht könnt ihr dann das Geschäft starten, von dem ihr gesprochen habt. Na, ich weiß nicht. Das ist doch eine tolle Chance. Super. Ganz ruhig. Die haben ja nicht alles mitgenommen. Wir fangen einfach von vorn an. Peter, es gibt kein Wir. Ohne die Zuschüsse der Stadt kann ich sie leider nicht mehr bezahlen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Ich rate Ihnen, finden Sie einen neuen Job. Nein. Müssen wir Oscorp ein bisschen beschatten, oder was? Ich würde Doc gerne helfen. Ja, eben. Ob ich Harry anrufe? Er könnte mit seinem Dad reden. Nein. Norman würde nie auf Harry hören. Wollte sogar die Gelder für seine Forschungsstationen stoppen. Hey, eine der Stationen ist in der Nähe. Mal sehen, wie es läuft, während Harry in Europa genau. ist. Genau. Wie kann ich Doc helfen? Ich lasse mir was einfallen. Upsi, bam. So, oben rauf, oder? Oder müssen wir da irgendwie noch rüber? Oscorp. So, ist es das Ding hier? Ja. Block. Komm. Harry hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Pete, ich brauche deine Hilfe. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich weg und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Naja, ich kann davon nicht die Miete zahlen, aber es hat ihm wohl viel bedeutet. Ich werde tun, was ich kann. Okay, so sehen die Forschungsstationen aus. Wieder Sammelobjekt. Alter, ist jetzt nicht wenig, ne? Oh, und die brauche ich natürlich für irgendwelche coolen Sachen, ne? Okay. Es gibt hier viele Stationen, die die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, die Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns, Oscorp will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben. Die Partikel sammeln sich an Problemherden, wie Mini-Wolken von Smog. Ich schwinge mich durch sie durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. So, irgendwie da durchschwingen. Egal wie eklig die sind, okay. Ich schwinge mich genau durch die Wolken durch. Okay, wie geht's? Ein tiefer oder was? Ich muss da durch die Wolke durch. Hippie! Au. Na komm, nochmal. So wird's nix. Also nochmal. Von hier oben am besten. Oder? Hüpf. Ach komm.
Yippie! Durch die Wolke. Da muss man echt oben durch, ne? Nehmen wir eben kurz so einmal nochmal durchschwingen. Ne, muss man oben rauf. Oder man muss einfach da... Nee, man muss da irgendwie anders durch. Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. So, jetzt nochmal zurück, komm. Okay, nehmen wir die da hin. Ach komm. Ah, die kriege ich irgendwie nicht. Die ist blöd. Also richtig raff ich's nicht, ne? Und hab dich. Okay. Muss halt nochmal nachlegen. Okay, verstehe. Ich bekomme gutes Zeug. Anders geht also das nicht. Also gute Proben von schlechtem Zeug natürlich. Ist schon klar. Okay. Jetzt verstehe ich. Noch ein bisschen nachlegen beim Springen. Das ist der Witz. Fühlt sich an, als ob ich direkt am Auspuff hänge. Na komm, nochmal. Ne, das war noch nix. So, lass nochmal probieren. Schwing. Ich erschrecke wohl die Leute. So, sauber. Aber das ist ja nichts Neues. Ne. So, da müssen wir auch durch. Die Giftstoffe stammen von zwei Automarken und einem defekten Schornstein. Ich mach lieber Fotos. Fotos? Okay. So, wo ist er? Flup. Oh Mann. Perfekt. Zwei Automarken. Das Licht ist perfekt. So. Okay, was war noch? Irgendein Schornstein, ne? Und wo ist der? Der hier. Da kann ich auch hier oben drauf... Ey, komm, kann ich da oben drauf bleiben. So, lass mal eben gucken. Mein schönstes Schornsteinfoto. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde. Ja, warum nicht?
Ka-ching. Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Oscorp wird kaum Argumente gegen eine Nutzung finden. Okay. Spider-Man, Shocker ist entkommen. Jetzt braucht er einen. Oh nein, Shocker. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kitchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Shocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Ich würde ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Shocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt. Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Shocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. So sieht's aus. Aber ihr wisst ja, wie es ausgeht. Wir werden das natürlich erst beim nächsten Mal machen. Also, bis dann. Ciao.